Willkommen zurück zu 13, liebe Freunde. Es geht munter weiter. Wir ja, haben McCall oder General McCall endlich besiegt. Wir sind jetzt geflüchtet, jetzt hier immer noch in der Spetsbasis. Bin hier eine Scherbe aufnehmen und mal schauen, wo wir jetzt lang müssen. Ich dachte eigentlich, Warum wir haben Sie das hätten's Verladen der Kisten unterbrochen? gepackt Hast du nicht schon. die Explosion vorhin gehört? Sieht aus, als würde Steve Rowland dahinter stecken. Was? Ich dachte, der sei im Einsatz gefallen. Ja, komisch. Egal. Alle gehen wieder hoch. Wir werden es noch früh genug erfahren. Das sollten wir. Ich werde langsam nervös. Genau das mit der Explosion, das waren wir. Wir haben nämlich die das Waffenarsenal hochgesprengt. So, den haben wir. Oh, Scheiße. Aber wir hätten eigentlich auch unsere Waffe ausrüsten können, aber okay, dann so geht's aus. Was haben wir denn für Waffen? Wir haben die Pistole, hier haben wir einen Ziegelstein. Ich glaube, den brauchen wir erstmal nicht. Und wir haben jetzt auch ein Sturmgewehr. Na. Runter. Nicht hoch. Sie dachte, ich würde sie am Wochenende an einen romantischen Ort ausführen. Was glaubt sie, wer sie ist? Und was hast du gemacht? Ich bin mit meinen Brüdern angeln gegangen. Junge, hab ich ein... Scheiße. Hätte er gedacht, dass sie mich nicht sehen? Na, wunderbar. Okay, also es wird weiterhin nichts mit dem Stil-Gameplay. Wir sind immer noch volle Action hier. Hier kann man ein bisschen Munition einsammeln. Sehr schön. Also... Wachamt Offizier, bitte in der Zentrale melden. Natürlich wieder das Sturmgewehr. Anderen Weg finden. Vermutlich hier, genau, wieder über die Luftschächte. Wir haben nun auch Granaten für unser Sturmgewehr. Damit sind wir noch nicht allzu klar gekommen, die letzte Zeit. Aber okay, das könnte passen. Ah, okay, da ist so ein Enterhaken. Ich dachte schon. Und weiter geht's. Wir lassen mal... Oh, jetzt habe ich wieder Medikit genommen. Ich drücke mal Q, weil ich denke, das ist Waffenwechsel. Schnelles Waffenwechsel. Das ist ja in den meisten Spielen so. Aber Gott sei Dank haben wir hier einiges an Medikits. Ich gucke mal, ob ich die hier... Wir haben leider keine Armbrust mehr. Gucken, ob wir hier mit einem Stein die irgendwie auch leise ausschalten können. Aber... Oder vielleicht irgendwie... irgendwo hinlenken können. Ne, das geht auch nicht. Der hat einen Helm, also der wird nicht so leicht zu kriegen sein. Eigentlich habe ich den geheadshottet. Der dürfte eigentlich nicht gesehen haben, von wo der Schuss kam. Vielleicht kann ich von hier oben... Da oben auch ein Enterhaken? Ne. Ja, er hat mich gesehen. Ich hätte nicht springen sollen. Naja, nicht schlimm. Alter, die mit der Rüstung sind ja mal komplett OP. Alter Schwede. Ich sollte mal ein bisschen mehr Deckung suchen. Das war's. Hörst du mich? Jo. Wollen wir mal ein bisschen Munition.
paar Messer. Wow! Wo kommt der denn? Alter Schwede. So, müssen wir... Das ist doch ein Enterhaken, siehst du? Also wir müssen hier anscheinend doch hoch. Die Frage ist, wo kommen wir hier lang? Nee, das ist einfach nur, glaube ich... Ah, können wir uns da hinschwingen? Ist das auch ein Enterhaken? Oder auch nicht? Hier müssen wir wahrscheinlich hoch. Genau, hier ist noch ein Luft... Oh, das war knapp. War ein bisschen zu früh losgelassen. So, hier kommen wir durch. Mal wieder unser Sturmgewehr aus. Dann geht's wieder hier runter. Huch. Hallo? Ach so. Ah, okay. Mensch, das ist ja richtig komplex hier, man. Wird ja einen richtig was abverlangt. Okay, hier müssen wir dann da durch. Er rüstet immer wieder die Messer aus. Ja, von da. Sind wir von hier gekommen? Ach, das ist einfach nur. Hä? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Im Moment. Ah, okay. Wir sind von hier gekommen, aber. Ah. Okay. Also da müssen wir auf jeden Fall nicht lang. Dann kommen wir irgendwo ganz anders lang. Eventuell da. Schauen wir uns mal an, was es hier alles für Wege gibt. Also da gibt es nichts. Hier auch nicht. Da sind wir eben lang gegangen. Von da kommen wir. Da haben wir irgendwas übersehen. Hier kommen wir nicht durch. Gelangen Sie vor dem Auslaufen an Bord des U-Boots? Ja, versuchen wir ja. Von da... Nee, von da kommen wir doch nicht. Oder? Doch, wir sind von hier gekommen. Ah, wir sind hier lang gegangen. Die Luke ist einfach nur aufgegangen. Ah, und jetzt ist das da hinten. Hä? Hä? Also, das Spiel macht mich ja mal komplett wahnsinnig. Das war doch gerade auch zu hier. Sag mal. Ich komm. Okay. Ist das jetzt ein Bug oder komme ich hier einfach. Ich komm hier nicht durch. Muss ich hier irgendwas betätigen? Oder ist das jetzt hier tatsächlich ein Bug? Ich hoffe nicht. Genau, von hier bin ich gekommen. Diese Luke ist auf einmal auf, komischerweise. Ich weiß nicht wieso. Aber ich komme hier nicht durch. Ich muss hier aber lang. Die Frage ist, warum komme ich hier nicht durch? Ja, die kommen hier aber durch, oder was? Ich vermute irgendwie, dass das ein Bug ist. Versuchen wir nochmal. Eventuell vielleicht kommen wir hier ja doch auf die andere Seite, also da, wo wir nicht lang können. Ich hoffe es, dass es hier vielleicht noch einen anderen Weg gibt. Das ist natürlich ärgerlich, ey, wenn wir da jetzt... Vielleicht müssen wir ganz hoch. Ne, von hier kommen wir ja, ne? Nee. Ah, wir sind von da gekommen und hier müssen wir lang. Boah, Alter. Was ist das denn? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Also, man weiß gar nicht mehr, was ein Bug ist und was, ja.
Jetzt ist die Luke nämlich aufgegangen. Wieso? Hier kommen wir jetzt aber runter. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt irgendwie wieder aufkriegen. Oder wieder einen anderen Weg finden. Hämmern, schleifen, schweißen verboten. Raketentransport unterwegs. Okay, hier ist noch eine Tür. Okay, die müssen wir also aufbrechen, beziehungsweise mit einem Dietrich aufschließen. Oder hacken. Türen hacken. Marine und Offizier Baker an der Gangway melden. Kontrollpunkt erreicht. Das heißt, wir sind richtig hier. Von wo kommen die denn alle her? Medikit nehmen. Wir haben kein kleines Medikit mehr, wir müssen ein großes nehmen. Ärgerlich. Da ist noch einer. Ich glaube, dann haben wir alle. Wir brauchen Medikit. Wir haben gar keine Medikits mehr. Oh, ich dachte, das wäre noch einer. Ich glaube, das war es jetzt wirklich. Kurz durchsuchen, ob wir hier irgendwie was Wertvolles finden. Das ist eine Tür, aber hier geht es auch noch weiter. Ich gehe mal erstmal hoch, vielleicht finden wir da ja irgendwas Besonderes. Okay, wir müssen uns also beeilen, bevor die Luke schließt, um zum U-Boot zu gelangen. Das heißt, keine Zeit verlieren, alle schnell killen. Kann man hier irgendwas aufdrücken? Nein. Captain Edelbreit kommt an Bord. Captain Edelbreit, okay. Ist nichts. Wir müssen zum U-Boot, okay. Hier sind ganz viele Gegner. Sollten vielleicht jetzt mal echt ein bisschen aufpassen und vorsichtiger rangehen. Einfach weil wir nicht mehr so viel Leben haben. Scheiße. Ah, nochmal gut gegangen. Wir haben leider keine Armbrust oder irgendwas, womit wir aus der Distanz Gegner erwischen können. Ärgerlich. Gehen einfach mal hier weiter lang. Obwohl es da hinten auch einen Weg gab, aber scheinen hier doch jetzt mehrere Wege zu geben. Also ich weiß nicht genau, wo wir lang müssen. Ich folge jetzt einfach mal diesen Pfad hier. Abchecken, ob hier Gegner sind. Hier sind Gegner, okay. Ach so, oh nee, das ist wieder der Rückweg. Mann, von hier sind wir doch gekommen. Oder? Also da waren auf jeden Fall Gegner am Boden. Warum stand denn da Kontrollpunkt? Also es gibt hier doch mehrere Wege. Wir müssen wahrscheinlich ganz runter. Oh oh. Echt aufpassen. Was? Wir haben noch kein Medikit in Sicht, aber bislang geht's noch. Da kommen wir auch irgendwie hoch. Da gibt es hier einiges an Wegen.
Okay, wir gehen mal diese große Leiter da oben hinauf. Und zwar die hier. Eventuell kommen wir hier ja ans Ziel, wer weiß. Da hinten ist was. Wir gehen mal da hinten hin. Da, ich sehe da nämlich irgendwas. Oder auch nicht. Nee, doch nicht. Oh, ich dachte, das wäre irgendwie Munition oder eventuell auch ein Medikit. Dann müssen wir mit Sicherheit hier lang. Wieder durch die Lüftungsschächte. Luftschächte. Medikit haben wir keine. Oh Mann. Das könnte sehr, sehr knapp werden mit uns. Gesamte Munition erstmal nachladen, während wir hier durchcrouchen. So, hier. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Erwischen wir den von hier? Ich vermute nicht. Den nehmen wir mal mit. Bevor den jemand sieht. Hier ist das U-Boot. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben das U-Boot auf jeden Fall schon mal erreicht. Haben wir erwischt. Oh shit. Mann, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Verdammt, verdammt, wir müssen in Deckung. Scheiße. Das war nicht gut. Ah, schwierig, schwierig. Die gefühlt spawnen die an jeder Ecke irgendwie. Mal erwischt. Kommt jetzt auch einer. Das war's jetzt wirklich. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier gleich wieder so einen Arena-Kampf starten, wenn wir irgendwie ins U-Boot gelangen wollen. Das ohne Medikit. Gefällt mir ja mal gar nicht. Na, hier irgendwas starten? Nein. Da müssen wir lang. Okay. Okay, Scheiße. Ah, okay, hier ist auch eine Leiter. Ich dachte, wir müssen das jetzt... Okay, wir kommen anscheinend mit der Leiter doch nicht... Doch! Mann. Ich wollte gerade sagen, Pew Spets U-Boot Introspektive. Okay, wir sind jetzt im U-Boot. Jetzt müssen wir mit Sicherheit aber auch flüchten mit dem U-Boot. Klang irgendwie, als ob wir ins Wasser springen, statt ins U-Boot. Wahrscheinlich wieder irgendein Bug oder sowas.